fehlt nur Geld, Herr Kommissar. Die Pistole, ist das die Tatwaffe? Nein, das glaube ich nicht. Der Täter hat den Schmuck nicht angerührt. Sie lassen die Waffe doch untersuchen. Na, selbstverständlich, Chef. Es ist alles schon angeordnet. Hm. Der Fotograf war auch schon da. Nur die Spurensicherung, die wird sich noch eine Zeit hinziehen. Gibt's Zeugen? Nur die Verkäuferin. Aber die mussten wir ins Krankenhaus bringen. Schwerer Schock. Was hat sie ausgesagt? Wenig. Das konnten wir nicht gebrauchen. Keine weiteren Zeugen? Ich bin in den umliegenden Geschäften gewesen, aber niemand hat was Außergewöhnliches bemerkt. Ah. Lassen Sie nicht locker. Man erlebt manchmal Wunder. Natürlich, Chef. Seine Frau? Nein, seine Tochter. Frau Lorenz ist vor 4 Jahren gestorben. Mhm. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Haben Sie das Bild hier gefunden? Nein, Chef, drüben im Büro. Da können Sie doch das Foto hier nicht so rumliegen lassen. Wo ist übrigens seine Tochter? Wir bemühen uns. Die Nachbarn kennen sie kaum. Sie wohnt irgendwo draußen auf dem Land. Mhm. Herr Kommissar, ich brauche da noch eine Unterschrift. Besuch für Sie, Frau Kaiser. Guten Tag, Frau Kaiser. Ich bin Kommissar Wendt. Ich hoffe, es geht Ihnen besser. Sie werden verstehen, wir haben einige Fragen an Sie. Sie waren die einzige Zeugin. Es ist so schnell gegangen. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Auf einmal lag Herr Lorenz da. Er hat mich angestarrt, so hilflos. Und ich konnte doch gar nichts für ihn tun. Bitte. Ja, danke schön. Es war gegen 6 Uhr. Ich war im Büro hinter dem Laden. Ich hörte eine Ladenglocke, aber sonst nichts. Irgendwie kam es mir merkwürdig vor. Ich wollte nachschauen. Ja, und weiter? Herr Lorenz ist an mir vorbeigegangen zum Tresor. Er hat mir zugeflüstert, das Bargeld, unser Bargeld. Ich habe gar nicht begriffen, was er wollte. Plötzlich habe ich ihn entdeckt. Den Mörder. Er war sehr groß und hatte eine Maske auf. Wie im Karneval. Ich sehe immer noch die roten Haare oben an der Maske. Er hat sehr scharf befohlen. In Englisch, glaube ich. Aber ich verstehe kein Englisch. Herr Lorenz zitterte am ganzen Körper und hat den Tresor aufgeschlossen. Der Verbrecher hat ihm das Geld aus der Hand gerissen. 12.160 Mark. Dann kam das Schrecklichste von allem. Der Mann hat plötzlich den Arm hochgerissen. Er muss ihn erstochen haben. Aber ich habe gar kein Messer gesehen. Alfred ist hingefallen. Er hat nicht einen Laut von sich gegeben. Das war furchtbar. Geben Sie mir doch mal eine genauere Beschreibung des Mörders. Er war ziemlich groß, vielleicht 25 Jahre alt. Wie kommen Sie auf dieses Alter? Nach seinen Bewegungen zu urteilen, ich weiß es nicht. Und wie war er angezogen? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Die Maske hatte ihn so entstellt. Was meinen Sie? War der Mann früher schon mal im Laden? Nein. Den Mann habe ich nie gesehen. In meinem ganzen Leben nicht. War denn immer so viel Geld in der Kasse? Wir hatten 2 Stunden vorher 2 teure Schmuckstücke verkauft. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann kam es öfter vor, dass Sie solche Summen im Laden hatten. Ja. Wer wusste das außer Ihnen? Niemand. Gisela vielleicht. Gisela, ist das seine Tochter? Ja. Frau Kaiser, Sie waren mit Herrn Lorenz befreundet. Müssen wir darüber sprechen? Warum auch nicht? Es war ja nichts Böses dabei. Er war allein und ich auch. Aber Gisela passte das nicht. Zwischen dem Vater und dem Mädchen kam es oft zum Streit. Nicht nur wegen uns. Gisela wollte sich nur amüsieren und hatte kein Interesse am Geschäft. Gisela. Naja, vorerst schönen Dank. Und gute Besserung weiterhin. Wiedersehen, Frau Kaiser.
Es tut mir leid für Sie, Fräulein Lorenz. Wie sind Sie eigentlich mit Ihrem Vater ausgekommen? Schlecht. Sie waren mit Frau Kaiser nicht einverstanden. Sein Privatleben geht mich nichts an. Er musste wissen, was er tat, er war alt genug. Ich wollte, er hätte eingesehen, dass ich auch alt genug bin. Sind Sie verlobt? Nein. Aber Sie haben einen Freund. Und wenn? Sagen Sie mal, wovon leben Sie eigentlich? Mein Vater hat mir Geld gegeben und außerdem verdiene ich mir ein bisschen was dazu. Womit? Nun, also... Na, etwas präziser, bitte. Ich helfe auf der Messe an den Ständen aus, als Hostess. So oft ist aber nicht Messe. Ich komme schon damit rum. Deshalb brauchte ich meinen Vater nicht zu ermorden, falls Sie das meinen. Ja? Ja, Augenblick, Doktor. Ich danke Ihnen. Wenn wir weitere Fragen haben, dann werden wir uns wieder an Sie wenden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Rainer? Sind Sie schon soweit mit der Obduktion, Doktor? Ja, eine einfache Angelegenheit. Der Juwelier ist mit einer Art Stilett erstochen worden. So ein Ding kann man in jedem Laden kaufen. Der Tod trat gegen 18 Uhr ein, aber das Unwahrscheinliche an der Tatsache, der Stich ist vom obersten Rückenwirbel von unten nach oben ins Kleinhirn geführt worden. Absolut tödlich und absolut lautlos. Der Stich scheint eine schwierige Sache zu sein. Der Mörder muss medizinische Kenntnisse haben. Ein junger Mann mit medizinischen Kenntnissen. Ja, und mit einer sehr geschickten Hand. So etwas kann man nicht ohne Erfahrung machen. Das genügt doch nicht, dass man sich das anliest. Da muss man Übung haben. Entweder im Operieren oder im Morden. Kann es kein Zufall sein? Unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher als 6 richtig im Lotto. Oh. Die trauernde Tochter ist mit einem Taxi abgefahren, allein. Sorgen Sie dafür, dass sie beobachtet wird. Na, schon passiert. Bergemann macht das. Ich löse ihn nachher ab. Nee, später. Jetzt haben wir erstmal einen Höflichkeitsbesuch zu machen. Bei unseren amerikanischen Freunden. Vielleicht können uns die Kollegen vom OSI weiterhelfen. Und Sie glauben also, dass der Mörder zu meinem Schäfchen gehört? Schwer zu sagen. Immerhin sprach er Englisch. Jedenfalls wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie alle Männer überprüften, die medizinische Kenntnisse haben. Ja, und bitte verständigen Sie die Reinigungen. Es wäre möglich, dass er Blut an den Kleidern hatte. Ich will Ihnen sehr gerne helfen, aber ich kann Ihnen da nur wenig Hoffnung machen. Ihre Anhaltspunkte sind nicht gerade überwältigend. Captain? Um Gottes Willen, bitte reden Sie mich nicht mit meinem Rang an. Sowas hat bei der Armee wenig Wirkung. Schlicht und einfach Mester. Das schafft Respekt. Bei den Zivilisten ist es genau umgekehrt. Jedenfalls vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich. Schwarze Schafe gibt es überall. Aber wir legen Wert darauf, dass sie sich nicht gerade in Deutschland tummeln. Steiner? Herr Kommissar, sehen Sie sich mal diese Männer an. Sagen Sie, könnten Sie herausfinden, ob der Stich durch den Rückenwirbel zum Ausbildungsprogramm einer Truppe gehört? Nein, nein. Das hat die Armee nicht in ihrem Repertoire. Herr Kommissar? Ja? Ich habe den Besitzer des Sportwagens. Ein Medizinstudent. Ja, schnelle Arbeit. Wissen Sie schon was über einen jungen Mann? Was Besonderes? Nein. Dann fragen wir ihn selbst. Natürlich bin ich mit Gisela befreundet. Soll aber niemand wissen, oder? Naja, die Leute reden und reden. Besonders jetzt, wo das mit Giselas Vater passiert ist. Wo waren Sie zur Tatzeit? Hier. Wir haben den ganzen Nachmittag trainiert. Mehr Alibi kann man gar nicht haben. Wer hat denn was von Alibi gesagt? Danke, Sie können gehen. Danke. Tja, gegen den Studenten ist nichts zu sagen. Ich wollte, der berühmte Linkshänder würde jetzt auftauchen. Ach, Chef, was halten Sie von der Verkäuferin? Sie ist die Einzige, die den maskierten Mann gesehen haben will. Und wer garantiert uns, dass es einen Räuber gab? Frau Kaiser? Nee, sie hat den Juwelier geliebt. Aber mal was anderes. Wir wissen nicht mit Gewissheit, ob der Mann Englisch gesprochen hat. Ja, außerdem kann das ein Trick sein. Ja, das auch. Er trug eine Maske mit roten Haaren, hat sie gesagt.
Sowas gibt es nicht überall. Vielleicht sollten wir uns erst mal darauf konzentrieren. Oh, danke, Chef. Damit wäre der morgige Tag für mich gesichert. Ja? Arbeitsmäßig. Arbeitsmäßig? Was denn das für ein Wort? Es genügt, wenn Sie Ihre Berichte so schreiben. Reden können Sie normal. Ihre Arbeit bleibt die gleiche, Chef. Wo ist denn mein Tisch, der Assistent? Deiner schon gesehen? Den ganzen Tag noch nicht. Frau Kaiser schwört, dass der Täter mit so einem Ding maskiert war. Wo haben Sie denn die aufgetrieben? Ich war in allen Scherzartikelgeschäften, in allen Friseurläden. Niemand hat eine Karnevalsmaske mit roten Haaren. Na und weiter? Schließlich habe ich die Kaufhäuser abgeklappert. Das letzte hatte noch ein paar Kartons von den Dingern. Die Verkäuferinnen konnten sich natürlich an die Kunden nicht mehr erinnern, oder? Doch. Eine hat was ganz Interessantes gesagt. 4 oder 5 von den Masken hat sie an eine Gruppe Amerikaner verkauft. Sie konnte sich deshalb so gut daran erinnern, weil die Herren die Masken sofort aufgesetzt haben und sind damit durch das ganze Haus gelaufen. Waren die in Uniform oder in Zivil? Einer in Uniform. Die anderen sahen auch nicht aus wie Touristen. Ja? Ja, wir kommen sofort. Heute floriert unser Geschäft. Post für Sie. Direkt aus Washington, mit der Kuriermaschine gekommen. Sie haben mir doch neulich in einer Zeitung Bilder mit Gorillas gezeigt. Dabei ist mir eingefallen, dass unsere Gegner in Asien diese Methoden kennen. Und da habe ich mir gedacht, dass vielleicht ein unserer Leute da drüben zu viel gelernt hat. Das Falsche. Ja, ja, und? Ich habe mir den Namen der Männer mitteilen lassen, die aus Asien zu uns gekommen sind. Einer dabei, der uns interessieren könnte? Ich glaube, ja. Dieser hier. Cole. Das Alter könnte stimmen. Ed Cole ist der Einzige von der Gesellschaft, der sich in letzter Zeit in unserer Gegend aufgehalten hat. Ich kenne ihn recht gut. Ich habe ihn vor 4 Wochen wegen einer Schlägerei vernehmen müssen. Aber was für Sie weitaus wichtiger sein dürfte, er hat vorgestern seine gesamten Schulden bezahlt. In D-Mark. Seine Freunde haben bündelweise D-Mark bei ihm gesehen. Angeblich von einer Freundin geliehen. Können wir Cole sprechen? Tja, das ist ja der Haken bei der Sache. Cole ist vorgestern nach Hause geflogen worden. Er ist aus der Armee entlassen worden. Ende der Dienstzeit. Ich habe persönlich Nachforschungen in den Staaten anstellen lassen. Er ist verschwunden. Tja, und drüben kann ja ein Mensch noch verschwinden. Ich nehme an, Cole hätte seine Papiere nicht eher bekommen, bis er seine Schulden bezahlt hätte. So wird das gehandhabt. Schön. Aber woher konnte er wissen, dass der Juwelier so viel Geld hat? Woher wissen Sie, dass die Deutsche Bank Geld hat? Kommen Sie, meine Herren, ich glaube, auch der halbe Erfolg ist einen Drink wert. Tja, dann zum Wohl, meine Herren. Zum Wohl. Schien alles so gut zu laufen. Wir wissen den Namen des mutmaßlichen Mörders und wissen trotzdem nix. Wissen Sie, Steiner, dass ich in meiner Jugend mal Rennfahrer werden wollte? Sie fahren ja immer noch wie ein verhinderter Sterling Moss. Steiner! Da ist er ja. Wer? Ed Cole. Hoffentlich erscheint er noch mal wieder. Es ging alles so schnell, ich habe kaum was erkennen können. Ich schon. Steiner, wir müssen unbedingt eine Aufzeichnung von diesem Autorennen sehen. Okay, Chef. Das war ein Vorgeschmack vom 500-Meilen-Rennen in Indianapolis. Dieser Bericht vom ersten Trainingstag kam übrigens über den Fernmeldesatelliten Early Bird, also direkt aus Amerika. Morgen werden wir Ihnen ausführlich von diesem mörderischen Rennen berichten. Und zwar ebenfalls original. Und jetzt haben wir noch einige Leckerbissen für unsere Boxsportfreunde. Wie Sie wissen, findet an diesem Wochenende in Dortmund die deutsche Amateurmeisterschaft der Halbschwergewichtler statt. Hier noch ein Filmbericht vom Training der Favoriten. Na, was ist? Das Fernsehen hat keine Aufzeichnung gemacht, aber Reisting hat das Rennen aufgezeichnet. Wer oder was ist Reisting? Die Erdfunkstelle der Post.
Wenn ich richtig verstanden habe, die Verbindungsstelle zwischen dem Nachrichtensatelliten und dem allgemeinen Fernmeldenetz. Und das Ganze ist in Raisting, Oberbayern. Herr Kommissar, mein Name ist Wendt Weber. Das ist mein Freund und Helfer Steiner. Wir haben Sie bereits erwartet. Das sieht ja gewaltig aus hier. Ja, die Ballonkuppel ist 40 Meter hoch und der Antennenspiegel hat 25 Meter Durchmesser. Wir empfangen hier die Signale des Satelliten Allebird mit einer Eingangsleistung von etwa einem Zehntel Picowatt. Wie? Ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie gering das ist. Wir sind vollkommen allein. Ein Picowatt ist der millionste Teil eines millionsten Watt. Die Leuchtkraft eines Glühwürmchens. Und damit können Sie noch was anfangen? Naja, wir machen daraus 240 Telefongespräche oder eine Fernsehsendung. Warum nehmen Sie eigentlich Sendungen auf Band auf? Einmal zur Kontrolle der Übertragungsgüter, aber meistens zum Ausgleich der Zeitverschiebung. Wenn es in New York zum Beispiel 20 Uhr ist, dann haben wir bereits 2 Uhr nachts. Und um diese Zeit ist das Fernsehen in Deutschland außer Betrieb. Aber kommen Sie doch bitte mit ins Zentralgebäude. Ja, danke. Sie haben Fernschreiber? Selbstverständlich. Benachrichtigen Sie Interpol und geben Sie sicherheitshalber an das FBI Washington auch im Fernschreiben. Okay, Chef. Wann übertragen Sie es eigentlich rein? Genau in einer Stunde, 22 Minuten. Haben Sie direkte Verbindung mit Indianapolis? Na, ich kann in eine Verbindung bringen. Von Andover. Wie geht das Ganze eigentlich vor sich? Das ist Early Bird. Originalgetreu. Der echte fliegt in 36.000 Kilometer Höhe um die Erde. Das Signal geht von Andover in den USA herauf, wird hier verstärkt und kommt zu uns. Von Raisting aus geht dann alles mit Richtfunk über die Zugspitze nach München und von da seinen gewohnten Gang. Herr Kommissar, es ist soweit. Der amerikanische Sender und die Gegenstelle in Andover sind einverstanden. Sie wollen so viele Bilder von den Zuschauern bringen, wie sich vertreten lässt. Die Polizei von Indianapolis sitzt auf dem Sprung. Bitte schön, Herr Kommissar. Hello, Andover. Hello, Andover. Raisting hier. We are ready now. We receive your test pattern okay. Please give us live pictures from Indianapolis. Nehmen Sie Platz, bitte. Zurück. Die Kamera zurück. Ach, wie lange dauert denn das? Endlich! Das ist unser Mann. We have just seen the man we are looking for. He's standing at a pillar. Please give us his place again. Tell the police to arrest him. Großartig. Gangsterjagd per Post und via Weltraum. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Ist doch selbstverständlich. Ja. Wissen Sie, Kommissar, was Early Bird heißt? Frühaufsteher. Ich glaube, er hat seinem Namen wieder alle Ehre gemacht. Das will ich meinen. Du bist wirklich mehr als urlaubsreif. Allerdings, ja, das bin ich. Ich möchte jetzt allmählich gerne wissen, wohin wir fahren. Schließlich muss ich meine Garderobe danach einrichten. Pass auf, einsamer Entschluss. Ganz woanders hin als sonst. Ach, hast du etwas Neues entdeckt? Ja, das habe ich. Gespräche habe ich zu Herrn Herder gelegt. Und wie lautet Ihre Urlaubsanschrift? Fräulein Hochgemuth, die lautet überhaupt nicht. Diesmal erfährt kein Mensch meine Urlaubsadresse und Sie auch nicht. Bitte. Gehen Sie mal an. Neumeier und Co. Ich bin hier. Tut mir leid, Herr Neumeier ist schon im Urlaub. Bitte sehr.
Also, das Zimmer ist bestellt, es ist alles perfekt, genau das Richtige für uns. Natur, das einfache Leben, sich auf sich selbst besinnen und vor allen Dingen kein Telefon, kein Fernsehen, keine Post und kein Lärm. Ist das schön hier? Herrlich. Wir haben Zeit. Stell dir vor, wir haben Zeit zum Ausspannen, zum Reden. Wunderbar. Mein Gott, wie oft habe ich das Bedürfnis gehabt, mich über irgendetwas mit dir zu unterhalten. Wesentliches natürlich. Aber ich habe nie Zeit dazu gehabt. Ich ja auch nicht. Nö, deine Freundin und so, die Verpflichtung und das alles. Das ist es ja. Eben. Eben. Was ich dir noch sagen wollte, die Tapete im Wohnzimmer, die ist unmöglich, die muss runter. Du hast vollkommen recht. Naja, ist nichts Wesentliches, aber immerhin, nicht? Immerhin. Woran denkst du jetzt? Wie, wieso? Du hast doch eben ans Büro gedacht. Ich denke nicht daran, ans Büro zu denken. Ich bin im Urlaub, nichts als im Urlaub. Den Blick kenne ich doch von dir. Na ja, ich habe noch nicht ganz abschalten können, aber soll nicht wieder vorkommen. Bis zum Essen dauert es noch eine Weile. Was machen wir denn so lange? Tja, was machen wir so lange? Ja, vielleicht können wir mal über was reden. Übrigens, da fällt mir ein. Was denn? Du wolltest dich doch noch umziehen. Ja, das könnte ich eigentlich tun. Und weißt du, was ich inzwischen tue? Ich mache einen kleinen Spaziergang. Du solltest es aber nicht übertreiben mit dem Spazierengehen. Ist doch gesund. Gibt es hier eine Verbindung? Wenn Sie wissen wollen, wann der Bus geht, draußen hängt ein Fahrplan. Lieber Mann, es handelt sich um eine telefonische Verbindung. Ja, wieso? Warum sagen Sie das nicht gleich? Telefon hier. Oder soll das ein Ferngespräch sein? Ja, was denn sonst? Geht das überhaupt von hier mit Selbstwählbetrieb? Ja, ja, natürlich sogar ins Ausland. Heute hat doch schon das kleinste Dorf seinen eigenen Selbstwählbetrieb. Ist das hier überhaupt ein Dorf? Ja, wir sind immerhin 312 Einwohner. Haben Sie wohl die Kühe und Ochsen mitgezählt? An Grohner und Co. Sehr geehrte Herren, wir bestätigen die heute telefonisch mit Ihnen getroffene Vereinbarung, nach der... Neumeier und Co. Wie bitte? Ja, Sie haben richtig gehört. Hier ist Neumeier. Ja, ich selbst. Mir geht's gut. Wie geht's Ihnen? Ah, das war ja vorauszusehen. Ja, da sehen Sie mal selbst, wie recht ich mal wieder habe. Es geht doch alles ohne mich. Ja, wo war ich zuletzt? Ohne mich, ja. Ach, da fällt mir ganz zufällig ein, was macht eigentlich der Abschluss mit den Gruner-Werken? So, na, es geht mich auch alles gar nichts mehr an. Wie viel Prozent eigentlich? 10. Ich habe mich wohl verhört. Das soll mir Herr Herder schon selber sagen. Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie das nichts mehr angeht. Und ob mich das was angeht? Herr Direktor, es ist so, wie Fräulein Hochgemuth schon sagte. Aber wie ist das denn möglich? Wieso geben die auf einmal 10%, wenn ich im vorigen Jahr kaum 8% aushandeln konnte? Bitte eine Marke zu 30. Ja. Ach Quatsch, keine 30%, Blödsinn. Man kann sich ja überhaupt nicht konzentrieren. Moment. Und noch was? Ja, und 5 Postkarten mit aufgedruckter Marke. Ja, aber da. Und hast du noch was? Ein Aufkleber für Paket. Ja, Paket. Und 3 Karten für die Vergissmeinnicht-Lotterie. Ja. Du sprechen Sie doch mal lauter. Ja. Sie reden ja wirres Zeug. Ich kann Sie nicht verstehen. Schau mal. Das ist wohl ein großer Herr? Jo, das ist ein Manager. Manager? So geht das nicht mehr weiter. Ich habe da eine Idee. Geben Sie mir doch mal Fräulein Hochgemuth. Mir schwand fürchterliches. Er will nicht verstehen, aber hat eine Idee. Ach du lieber Himmel. Sie wollten mich noch mal sprechen, Herr Neumeier? Was ist denn das? Es klopft. Ja? Hallo? Ein Telegramm für Herrn Direktor Neumeier. Ja, aber es hat doch niemand unsere Urlaubsadresse. Naja, ich habe noch mal durchgerufen, weil ich beunruhigt war. Ich wollte einfach mal wissen, was in der Firma vorgeht. Aber ich habe Ihnen nicht gesagt, woher ich anrufe. Danke. Aber woher haben Sie denn deine Anschrift? Na, ich musste sie zum Schluss doch noch durchsagen. Ich musste ganz einfach. Nichts klappt da ohne mich. Na, du siehst es selber. Nicht mal solche Lappalie können Sie da selber entscheiden. Moment. Also ich komme ja gar nicht mit. Ich will mal bloß eine Briefmarke haben. Ja, aber siehst du, dass ich gerade ein Telegramm aufnehme. Also nicht so schnell. Wiederholen Sie mal bitte. Frau? Schmeckt es dir denn nicht? Es schmeckt mir ganz und gar nicht.
2% mehr und das hinter meinem Rücken. Ich spreche doch vom Essen. Aber ich nicht. Ich meine, im Grunde ist es natürlich ein Erfolg. Aber nur dank meiner Vorarbeit. Die sollen im Büro nicht denken, dass... Wir haben doch ausgemacht, das Büro zu vergessen. Eigentlich hast du recht. Wozu sind wir denn noch hier? Wo gehst du denn hin? Na, denen nur Bescheid sagen, dass ich jetzt wirklich Urlaub mache. Wurm und Co. haben geschlossene... Was? Pleite? Nein, sie machen alle geschlossen Urlaub. Wie lange? Noch 3 Tage. Das finde ich ein wenig übertrieben. Aber Urlaub ist gut. Urlaub. Was wollte ich noch sagen, Jan? Ich mache jetzt auch Urlaub. Da klingelt doch mein Telefon. Gehen Sie ran und sagen Sie, dass ich in Urlaub bin. Aber ich will hinterher wissen, wer es war. Ja, Moment mal, nicht so schnell. Ich muss ja notieren. Papier und Bleistift. Oh, bitte. Herr Manager. Errechnet. Nein, das geht nicht. Rufen Sie zurück und sagen Sie, dass ich unter keinen Umständen einverstanden bin. Und unterrichten Sie mich in Zukunft schnellstens von so wichtigen Dingen. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich von Ihnen verlangen kann. Richtig. Sich nichts gefallen lassen. Genau richtig. Sorgen Sie lieber dafür, dass ein richtiger Telefonbetrieb möglich ist. Eine Zelle ist ja wohl das Mindeste. Also Sie werden es kaum glauben. Das ist schon lange beantragt. Wenn Sie im nächsten Jahr kommen, schon weg. Dass er sich immer an alles reinhängen muss. Urlaub. Kann er ja gar nicht. Will auch gar nicht. Aber bitte, mir kann es recht sein. Machen wir eben Urlaub hier. Ausgezeichnet. Da können wir etwas nachhelfen. Passen Sie auf. Von jetzt ab wird alles. Herein. Was wollen Sie denn, Frau Schneegans? Lauch ist im Preis gestiegen. Kartoffeln haben auch angezogen. Fleisch, das ist schon gar nicht mehr zu bezahlen. Fernsehgeräte sind billiger geworden. Möhren, Blumendünger, Wasserhähne, Druckknöpfe, Butter, Autoreifen. Alles ist teurer geworden. Mit einem Wort, ich fordere mehr Gehalt. Ich glaube, das geht in Ordnung. Wie? So einfach ist das? Wo der Herr Direktor gar nicht da ist? Herr Direktor, ein Telegramm für Sie. Ein Telegramm? Ja, danke schön. Von wem ist das Telegramm? Wenn ich schon mal in Urlaub fahre, kein Mensch in dieser Firma hat auch nur den geringsten Mut zur eigenen Entscheidung. Jeden Kram muss ich entscheiden. Hier, hör selber. Raumpflegerin Erna Schneegans fordert 30 Pfennig Stundenlohn mehr. Stopp. Was tun, Herder? Ach, ja, Poststelle große See. Was, schon wieder? Ja, 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 gut. Also, Hamburg, ja. Hm? Ja, das ist ja. Was, Direktor? Neumeier, ja, 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 das ist wie immer, das ja. So, und was los? Ich möchte ein bisschen Geld von meinem Postsparbuch. Einen Augenblick, ich nehme doch gerade ein Telegramm auf. Was kostet dieser Luftpostbrief nach Amerika? Moment, die Telegramme gehen doch vor. Das ist wie eine Stadt. Ja. Sind Sie bald fertig hier? Ich muss mal dringend telefonieren. Nein, Sie können jetzt nicht telefonieren. Also so lange nicht, bis ich die Telegramme aufgenommen habe, die für Sie am Fernmelder am vorliegen. Ach, hier sind Hörer her, das mache ich selbst. Das geht nicht, ich muss aufnehmen. Aber die Telegramme werden Ihnen ja alle zugestellt. So weiter, bitte. Ja. Ach, guten Tag, Fräulein Hochgemuth. Guten Tag, Herr Direktor. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Wie kommen Sie denn hierher? Herr Direktor hat es ja nicht anders haben wollen. Ja, ach, lass es doch erklären. Es ist ja nur für 1 bis 2 Tage, bis ich mit dem Laufenden wieder flott bin. Ich habe verstanden. Viel Vergnügen. Wieso? Was sie nur hat? Naja, Frauen. Hauptsache, dass Sie da sind. Wir können uns gleich hierher setzen. Ja, ich möchte mich nur gerne umziehen. Ja, das wäre hier angebracht. Der Wirt wird Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Dankeschön. Ja, guten Tag, Krüger. Tag, Herr Direktor. Ach ja, meine Koffer brauche ich natürlich. Bringt ihn der Krüger auf, bringt er ihn. Danke. Das lassen Sie gleich hier. So, und die Koffer, sagen Sie mal, sind das alles voll Hochgemutskoffer? Ja, sie hat sich auf einige Tage hier eingerichtet. Na ja, dann bringen Sie mal rauf, dann können Sie gleich wieder fahren. Ach so, ich dachte, Sie brauchen mich hier auch. Nee, hier wird nicht gefahren, hier wird spazieren gegangen. Sie waren doch gerade selber in Urlaub. Wo waren Sie denn überhaupt? Mallorca. Überfüllt, was? Mächtig, kann man auch nicht mehr hinfahren. Kein gesellschaftliches Niveau mehr. So, und dann schreiben Sie hier, was ist denn, diesen Absatz ganz ab, da rein. Entschuldigen Sie bitte. Ja, natürlich. Ach so, das heißt, verzeihen Sie, wollten Sie mir etwas sagen? Hören Sie auf mit dem Geklapper. Gern. Ich möchte Ihnen nur sagen, meine Gäste sind ja hier, um die ländliche Ruhe zu genießen. Ja, das ist ja das Schöne hier, diese Ruhe. Ja, eben. Aber das stört das ja leider etwas. Was? Ach so, ja. Tja,
Was machen wir denn da? Wo waren wir eben? Hierdurch bitten wir Sie höflich, uns die Unterlagen... Uns die Unterlagen für einige Tage zur Einsicht zu überlassen. Was ist denn? Diese Fliegen. Ach, daran gewöhnt man sich. Sie haben eben noch kein Verhältnis zur Natur. Wir wären Ihnen dankbar, wenn... Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns baldmöglichst... Dürfte ich mir etwas Ruhe bitten, ja? Ist doch wahr. Also wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns... Bestätigen. Wie war das noch? Bitten wir Sie höflich, den Auftrag zu bestätigen. Ja, hochachtungsvoll und pipapo. Ja, man hat mir im Gasthof gesagt, dass Sie hier so eine Art Zweigniederlassung haben. Das kann man beinahe so nennen. Ihre Post. Das, lauter Eilsendungen und Telegramme, die stelle ich natürlich gleich zu. Aber alleine schaffe ich das nicht. Man hat mir für den Katastrophenfall einen zusätzlichen Boden genehmigt. Ja, die haben wir ja jetzt, die Katastrophe. Das glaube ich. Warten Sie, ich komme gleich mit Ihnen. Ich muss da unten noch Dings da telefonieren. Öffnen Sie bitte inzwischen die Post und sortieren Sie nach Richtigkeit. Wird wohl alles wichtig sein. Ja. 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 So, 2,50, bitte. Dankeschön, Herr Leifert. Ich möchte telefonieren. Hier, was ist? Besetzt. Na? Jetzt ist frei. Hallo, Alma. Bist du's? Hier ist Heiner. Also hier ist eine Aufstellung über den Anfall von Telefongesprächen und Telegrammen in den letzten 14 Tagen. Das ist ja allerdings erstaunlich. Ja, ich habe in den letzten 2 Jahren 3-mal schriftlich darum gebeten, in unserem Ort eine Telefonzelle zu errichten. Ja, und ich möchte nun meinerseits mündlich den Antrag wiederholen. Ich setze mich gleich nochmal mit dem zuständigen Fernsprechamt in Verbindung. Vielleicht lohnt sich da sogar der Anschluss eines Fernschreibers. Du, ist das nicht herrlich hier? Jetzt weiß ich auch, wie ich mich gestern zu schreiben vergessen habe. Na, wem schon? Herrn Hahnfeld. Hörst du es nicht? Die Natur erinnert mich daran. Was denn? Da soll ich die ganzen Pakete Herrn Direktor Neumeier gar nicht erst ausliefern? Wozu? Die werden alle zurückgeschickt an unsere Firma. Unfrei. Das sind reine Mustersendungen. Herr Direktor Neumeier stellt unter anderem, natürlich nur unter anderem, auch Verpackungsmaterial her. Natürlich muss das ausprobiert werden, bevor es in den Verkauf kommt. Ja, Moment. Da sind das alles nur Proben, die verschickt werden, mit nichts drin? Ja, es langt, wenn Sie im Gasthof vorbeikommen und sagen, dass neue Sendungen gekommen sind. Guten Tag. Hier, Herr Direktor, alles für Sie. Ja, danke schön, danke. Moment, mein Junge, warte mal. Hier, fürs Bringen. Vielen Dank. Halt, laufen Sie weg, hier auch. Kannst du die Briefe mitnehmen zur Poststelle? Nein. Nein? Wieso nein? Ich habe jetzt Feierabend. Meine Zeit ist um. So eine dumme Antwort. Was willst du jetzt machen? Nichts. Wieso nichts? Na eben nichts. Können Sie das nicht? Nee. Das ist aber schade. Das ist nämlich schön. Nichts tun. Fremdwort für mich. Wir sind jetzt 13 Jahre verheiratet. Ja. Nie habe ich etwas gesagt. Das ist mir aufgefallen, 13 Jahre lang. Aber heute sage ich was. Bitte? Man kann es auch übertreiben. Gut, ich warte. Aber ich habe nicht viel Zeit. Sag mal, was machst du denn für ein Gesicht? Ich will heute nur einen Brief für den Manager. Und noch nicht mal einen Eilbrief. Ja, dann sei doch froh. Ich traue der Sache nicht. Meistens kommt es hinterher umso schlimmer. Nein. Oder vielleicht schickt mir das Postamt sogar ein extra Fahrzeug. Hallo? Hallo, Sie lassen mich hier hängen und Herr Direktor Neumeier wartet. Na, erlauben Sie mal. Verzeihung. Oh, Verzeihung. Hier spricht Frau Direktor Neumeier. Bitte geben Sie mir Herrn Herder. Siehst du, jetzt streiten die Kurgäste sich schon um das Telefon. Ich sag dir, Manieren haben diese Stadtleute. Hier, Direktor Neumeier. Wer ist da?
Ich bin's, der Wirt. Drunten sind Leute, die wollen zu Ihnen. Ich komme gleich runter. Herr Direktor kommt sofort. Vielen Dank. Ja, ich verstehe nicht. Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen, Firma, aber was um alles in der Welt ist... Ich habe dein Büro hergebeten. Ich will Urlaub machen. Eben, wenn du sie alle um dich hast, kann niemand etwas falsch machen. Guten Morgen, das heißt, Herr Direktor Neumeier, heute habe ich aber was ganz Wichtiges für Sie. Post. Ja, direkt vorm Haus. Ich meine, den Antrag, der vor einem Jahr gestellt, es fehlte die Dringlichkeit, wie man mir sagte. Ja, und dann sind Sie gekommen. Die Dringlichkeit in Person. Ich danke Ihnen, dass Sie unseren aufstrebenden Ort über die Schwelle des Atomzeitalters geschoben haben. Ja, der erste Anruf für Sie. Ja, Herr Wurm? Von der Firma Wurm und Co.? Ja, guten Tag, Herr Wurm. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie unsere Angelegenheit zunächst einmal liegen lassen. Ja, Sie haben richtig verstanden. Liegen. Jetzt machen nämlich wir erstmal Urlaub. Ja, geschlossen. Die ganze Firma Neumeier und Co.